Anfang der Woche habe ich mein Auto schick gemacht und meine Wäsche gewaschen, weil ich Besuch bekomme, und zwar von Jascha. Und ich habe ein ganz tolles Paket von meiner Schwester bekommen. Oh, haha. Meine Schwester kennt mich. Ja, voll komisch. Heute Nacht hat jemand so ein riesen Paket unter mein Auto gelegt. Und wir schauen jetzt mal, was da drin ist. Nein, Spaß. Das ist Joschas Fahrrad. Das hat er gestern im Flieger mitgebracht. Ich habe gestern Jascha vom Flughafen abgeholt in Malaga und wir sind dann ein bisschen weitergefahren Richtung Marbella. Und vorhin habe ich jetzt die Nachricht bekommen, dass ich wieder nach Deutschland muss. Was heißt muss? Es gab wieder einen Trauerfall und deshalb möchte ich gerne dabei sein bei der Trauerfeier und werde wieder nach Deutschland fliegen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das alles machen werde. Jascha hat ja sein Fahrrad und auch Zelt dabei und eigentlich war das geplant, dass wir halt ein Stück zusammenfahren und er dann auch mal alleine was macht. Aber jetzt, ja, es ist gerade alles nicht so klar für mich. Ich freue mich, meine Schwester und meine Familie wieder zu sehen, ein bisschen früher als geplant, aber ja. Ich mache gerade hier Bestellungen und Jascha ist spazieren. Wir haben gestern eigentlich dann den ganzen Tag damit verbracht, zu überlegen, wie wir das jetzt am schlauesten machen. Und heute ist Donnerstag, ich habe jetzt einen Flug gebucht für nächsten Mittwoch. Wir sind ja gerade eigentlich bei Marbella. Das werden wir jetzt wieder abbrechen und werden wieder in die andere Richtung fahren, und zwar Richtung Benefício Ortiva. Und da setze ich dann Jascha ab und ich lasse mein Wohnmobil wieder am Flughafen in Malaga. An der Stelle eine kurze Anmerkung, dass das Internet lügt und auch dieses Video nicht 100% authentisch ist. Ich habe gerade nicht die beste Zeit. In den letzten 2 Monaten ist viel passiert, sehr, sehr viel Gutes. Aber ich habe in den letzten 2 Monaten eben auch 2 meiner Großeltern verloren. Das hat mich im Dezember bei meiner Oma nicht kalt gelassen. Und dass ich jetzt wieder nach Deutschland fliege, wieder für einen Trauerfall, das ist nicht einfach. Nur als Reminder, dass meine Videos auch immer nur das zeigen, was ich zeigen will, ne? Wie auch zum Beispiel meine gelungenen Siegelwachsversuche. Da gibt es nämlich noch ganz andere. Also heute bleiben wir jetzt hier eine Nacht
Und das ist quasi naja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Und morgen bringe ich Jascha dann nach Benefizio und fahre dann Montag quasi wieder Richtung Malaga. Also ihr seid schon unterwegs heute gewesen? Ja, ja, wir sind jetzt schon bestimmt 120 Kilometer gefahren. Also es ist jetzt nicht mehr so weit, nur hier ist eben auch ein schöner Strand, deswegen wollte ich hier nochmal einen Stopp machen. Am Abend haben wir von draußen Musik gehört und dachten erst, dass da halt jemand laut Musik hört. Aber das war tatsächlich live. Da saßen ein paar Leute zusammen und haben Musik gemacht. Später gab es auch noch eine kleine Party. Ich war überhaupt nicht in Partylaune, aber irgendwie tat es total gut, sich da einfach dazuzusetzen und dem Smalltalk fremder Leute anzuhören. Da kann man sich selber so ein bisschen vergessen. By the water, down by Oakham Point, all things gather here. Sun breaks on red stone, casting shadow on our hometown. We sat in your front seats, talking fear and grief. Winter's come and gone, chasing jobs and sleep. I can hear you close to me. Wachiva, was quasi direkt neben Benefizio liegt, hat meiner Meinung nach eins der besten Bäckereien, die ich in ganz Spanien bisher ausprobiert habe. Wobei ich da auch nur vom Süßgebäck reden kann, das Herzhafte probiere ich nämlich immer nicht. Wir gehen hier gerade so ein bisschen den Berg hoch. Wir wollten eigentlich heute marokkanisch essen, weil ja heute unser letzter Abend ist. Krass, war komisch, nicht mehr vor einer Woche habe ich ja schon abgeholt und dachte, wir verbringen jetzt länger miteinander Zeit. Aber das ist ja jetzt irgendwie alles ganz anders. Naja, und zu dem Marokkaner wollten wir letztes Mal schon, aber ich glaube, der hat er nicht offen. Deswegen hoffentlich hat er heute offen. Was hast du da gefunden? Olivenholz. Und wer soll das jetzt tragen? Du. Mal gucken, ob Platz ist. Oh, das ist aber schwer. Eieiei. Passt. Glück gehabt. Thank you.
Auto war auf jeden Fall auch schon mal in Deutschland. Hat leider schon wieder geschlossen. Naja, alle guten Dinge sind drei, das heißt, wir müssen hier irgendwann nochmal herkommen. Jascha hat ein Notfallbucket ergattert. Ich hatte noch die Hoffnung, aber der Laden hier ist auch zu. Ja, ist komisch. Ich dachte, Sonntagabend findet man irgendwas zu essen, aber anscheinend nicht. Naja, jetzt bleibt es wohl beim Notfallbucket. Jascha versucht mir das ein bisschen schmackhaft zu machen. Beim Toilette ausleeren. Jana? Ja? Du hast ein Video über Beziehungen auf Reisen gemacht. Ja. Darin hast du zumindest deine Wunschvorstellung formuliert. Ja. Kannst du bitte von der Realität berichten? Oh. Die Realität ist kompliziert. Nicht einfach. Ich kann das schwer Worte fassen. Ich glaube, der Key, der Schlüssel ist gute Kommunikation. Und da würde ich mir eine 3 von 10 geben. Was würdest du mir geben, Jascha? Eine 2 von 10. Uff. Ja. Was gibst du mir? Sieben von 10. Was, zu viel oder zu wenig? Ich würde sagen 5 von 10. Wir wollen mal nicht übertreiben. Kannst du mir sagen, wenn ich grün habe? Benefizio ist eine alternative Gemeinschaft in den Bergen. Jascha besucht hier einen Freund, den haben wir auch im Dezember schon mal besucht. Ich habe mich eben von Jascha verabschiedet und renne jetzt mehr oder weniger den Berg wieder nach unten. Ich habe mir nämlich geschworen, die Straße von Orchiva auf die Autobahn nicht im Dunkeln zu fahren. Aber naja, Dämmerung wird es jetzt wahrscheinlich trotzdem werden. Hallo, hübsche Frau. Hast du Lust auf einen Roadtrip? Dann habe ich tatsächlich das erste Mal seit 2 Monaten wieder getankt und bin Richtung Küste gefahren, wo ich noch einen Stop mache, bevor es für mich nach Malaga zum Flughafen geht.